Richie, geht schon. Geht schon, so. sind wir on. Sind wir wieder zurück bei Monsanto World, ne? Diesmal haben wir einen Dr. Tape Rider dabei. Ja. Begrüße das Gemüse. Bin ich nicht mehr alleine. Ne. Wobei ich keine Ahnung habe, was ich machen muss. Also so, ich hab null Ahnung vom Spiel. Wo bist denn du eigentlich, ne? Ich bin da am Anfang. Ich bin da in der Stadt. Athea, oder wie das heißt da? Und ich bin bei der Quest da von vorne. Ja, ich bin da bei so einem Gelehrten, der liest da gerade was. Der Chefökologe. Boah, wo ist denn der daheim? Du bist ein Jäger der Fünften? Naja, selbstverständlich. Ja. Das habe ich nicht noch richtig mitgekriegt, ne? Dies ist die ökologische Forschungszentrale, die ich leite. Oh Maria. Sag mal, hast du da draußen Daten zu Monstern gefunden? Spuren, Kerben, sowas in der Richtung? Was der alles, was der immer hat? Ich sag, ich bin auch besprechen das alles, jetzt kann ich da immer. Das ist Daten gleich erzählen. Das Spuren suchen und das Ganze. Die Monster. Ja. Eine komplexe und interessante Geschichte. Deine Aufgabe da draußen ist es, die Monster zu verfolgen, Daten zu sammeln und Studien voranzutreiben. Was macht denn der Technikchef? Unsere Aufgabe ist, diese Daten zu nehmen und unsere Erkenntnisse für die Kommission aufzubereiten. Was wir lernen, hilft dir da draußen auch. Du verstehst also, dass wir einander brauchen. Ja. Eieiei. Du gibst dir Gas. Und was gibt es? Alter. Aber am Anfang hat mich die Alte schon ein bisschen genervt und ich habe gerade gesagt, hier. Ja, nein, ich gedacht, ich bin getan und gesagt, was ist nach einer Zeit habe ich sie beleidigt. Oh, Schmiede. Die ökologische Forschungsgruppe ist eine Einrichtung, die Monster erforscht. Ihre Forschungen können dir bei deinen Jagden und Untersuchungen helfen. Wenn du Monsterspuren und ähnliches sammelst, erhältst du Forschungspunkte. Wenn du genug gesammelt hast, steigt deine Forschungsstufe und du hältst Zugang zu neuen Funktionen und Informationen, die deine Jagden erleichtern. Außerdem kannst du im Lexikon Informationen über Monster nachschlagen, etwa über deren Lebensraum sowie Schwächen sowie über erhaltbare Materialien. Der Charles spielt auch gerade. Also der Gauner, müssen wir gleich eigentlich beitreten. Ja, ne? Ich habe das Problem, dass es bei mir immer aufleicht. Also. Das sehen die Leute immer. Okay. Aber ich finde das gut. Das passt mit ja. Auf. Das ist okay, Werbung. Ja. Gestern war bei dir, die Forschungsstufe steigt nicht automatisch. Ah. Wenn dir im Ergebnisbildschirm erstattet der ökologische Forschungsgruppe Bericht angezeigt wird, dann folge dieser Aufforderung. Na sicher nicht. Na. Im Forschungsstufenmenü findest du auch deine Spähkäferstufe, die Fertigkeiten deiner Spähkäfer bestimmt. Je höher deine Spähkäferstufe, desto schneller finden sie die nächste Monsterfährte. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, der Käfer, der gestunkenen, was du nachrennen kannst. Ich habe gestern so einen Blitzkäfer gefunden, dann habe ich so einen komischen 100-jährigen oder 1000-jährigen Käfer gefunden. Keine Ahnung. Ich habe gar nichts gefunden. Ich habe einfach so ein Bett gedruckt. Ne? Ich hab nichts. Ja. Warum hast du alles und ich hab nichts? Ja. Ja, ich bin gestern da. Warte, da ist ja ein Ding, so Geschichten. Großjagras, Der Große, also der Rudelführer der Jagras. Aha. Ja, dann hast du den nicht so. Das wäre nicht perfekt, den brauche ich. Ich hab den nur große Monster, ich bin da gerade so ein Monster-Lexikon drinnen. Okay. Da ist dann der Anjanat. Zora, ja. Magdaros. Das ist ja der Große, was wir da. Hier sein. Ja. Der Stand da in der. Na, der First. Also der Lava-Dings-Monster da, das große? Ja! Das war schon fähig. Ja. Tutorial verlassen, das ist. Okay. Monster-Lektion. Ich bin jetzt auch da, ne? Abdonut. Aber ich sehe den nicht. Komischerweise. Ja. Und dann. Wie ist das schon da? Ökologische Forschung da, ne? Ja, Typen. Da bei dem. Ja, jetzt müssen wir da zu der Quest-Tafel da drüben, ne? Da steht neben der Kiste. Ökologe. Da oben ist eine Tafel, ne? Da könnt ihr mal hinlaufen. Ja, da müsst ihr mal allerdings eine neue Quest bekannt machen, oder? Was mach ich auch, ne? Du müsstest ja. Achso, bist du dann. Kann man nur zusammen. Ist man so gar nicht zusammen auf dem Server, man questet nur zusammen. Das gibt's ja, war ich andere auch gerade vorher da. Ja, warte mal. Wenn du auf Start drückst und dann auf Y, sehe ich die, ne? Da ist gar Österreich-Flane dabei, aha.
Spielst du mit der Tastatur, oder? Nein, mit dem Controller, ne? Ach so. Mit dem Xbox. Also wenn du Start drückst, ne, und dann auf Y, das ist die Spielerliste, ne? Jetzt ist halt die Frage, was ist beim Xbox-Knopf der Start, also beim Xbox-Controller der Start? Das ist ein rechts neben dem Dicken. Achso, der, ich weiß schon, und dann X. Nein, Y. Spielerliste y. Anzeigen. Achso, oh, Dr. Daybrander. Ja, JR1, Status Hauptquartier, Charles Army. Charles Army? Ist das dann, ja. Na, echt? Premiergruppe. Okay, bei dir steht Austria. Interessant. Also das ist von Steam wahrscheinlich. Ja. Online-Sitzung, muss ich da jetzt was drucken? Ja, du musst jetzt da einigen, dann eine neue X Quest. X, drucken, da steht Online-Sitzung. Eine neue Quest bekannt machen da. Und dann musst du eine Aufgabe, was du hast, ne? Ich komme ja nicht weg, Ritschi, da. Da ist jetzt wieder so eine Frau, Jagdgruppenverwalterin. Die will schon wieder was mir erzählen. Okay. Kannst du wieder lesen? Ja. Oh, hallo, Fünfer. Oh, Nummer 5 lebt, weißt du? Input. Ach, du lieber Gott. Ich bin's der Fünfer, bim, bim. Achso, in der Versammlungsstätte kannst du dich mit anderen Jägern treffen und gemeinsam Quests anfangen. Um die Himmelstürmerin zu finden, musst du nur aufschauen. Aha. Siehst du das Schiff da oben zwischen Astera und den Sternen? Das ist sie. Ich sehe keine Sterne im Himmel. Aufzug, um dort hoch zu gelangen. Tschüss. Also da den Aufzug, ja. Ja, ich stehe da. Ja. Aber ich weiß nicht. Ja, was machst du jetzt? Der Aufzug, das ist ja Zustand. Großartig. Ich gehe mal zum Beispiel der Tafel da hinten. Ja. Wo du gesagt hast, weil du und dann gehst du mal Questtafel, neue Quest bekannt machen, glaube ich, ne? Hast du auch so ein großes Schwert wie ich? Ich hab so eine Schwertaxt. Zwei? Nein, das ist ein Combo-Ding. Du kannst noch morphen, das ist entweder ein Schwert oder eine Axt. Achso, ich hab so und irgendwann du zum Schießen hast. Also. Ja, Katana holt muss zu der Schmiede muss dann noch? Ich bin wieder bei dem Haber, der mich. Ja. Hey, ist da. Ich muss. Das ist der Koch, schon 5er Bro. Was sitzt da noch? Der sagt was, aber ich hör nichts. Schüchterner 5er. So. Das ist jetzt der Koch da, den Hobbit, der hat immer Rufzeichen am Kopf, warum weiß ich nicht. Ja, bin mit keiner mehr Rufzeichen. Ich mag keiner mehr. Lauter Rufzeichen, schaut das an, Alter, das wirst du ja gar nicht sehen, aber ich glaube, da ist die Quest da, aber da kann ich nichts tun. Da ist der Luftschiff-Ingenieur. Ja, kriegen wir noch ein Luftschiff auch noch, oder? Keine Ahnung. Astera sind, okay. Astera, Hysteria. Aber irgendwie mag uns keiner, gell, beitreten. Komischerweise. Ja, weil du dabei bist. Ja, ist ja klar, ne. Ich fühle die ganze Lobby. Oh, Platz. Also das große Rauschen da hinten. Ich denke mal, da warum rauschen meine Kopfhörer so. Ah, okay. Da weißt du, das ist schlauer. Jetzt haben wir schon gedacht, Scheiße, was ich vielleicht sehe, was jetzt mit dem Kopfhörer da hinten. Achso, ne, aber da muss der, da ist die Schmiede, der macht mir ja irgendwas Besonderes jetzt. Ja, da bin ich. Ja, da habe ich schon das geschmiedet, meine Waffen mal verbessert und da ein bisschen Rüstung. So bist du ja wahnsinnig. Gell, ich fahr weg. Komm mir gar nicht mehr nach. Aber muss man mal schauen, wie die Dings sind, die ganzen Waffen mal durchspülen, ne? Wie die zum Spielen sind. Weil es sind echt Mengen, ne? Das ist echt viel. Du kannst Monstermaterialien und Erz nutzen, um in der Schmiede Ausrüstung zu schmieden und zu verbessern. Gib die Materialien, die du als Questbelohnung oder durch das Zerlegen von Monstern erhältst, an die Schmiede, um neue Ausrüstung, mit der du dich noch stärkeren Monstern stellen kannst. Wahnsinn, so. Das ist ein Götterkäfer, habe ich. Video abspielen, was passiert denn da? Also, das ist das, er schneidet dann einfach auf. Das hast du einen Honig? Ich habe einen Honiger. Ja. Schießpulver, Nadelbeere. Ausrüstung verbessern, jetzt wird's ganz wild. Das sag ich da. Schnallenbeer. Was kann ich da jetzt machen?
Eisenkantana 2, Katana 2. So, was ich trug einmal da. Die sind da jetzt. Das ist aber ganz schlecht, Richie. Das yeah. muss aus. Was? Ja. Da, der Herr Haley. Tja. Wähle zuerst eine Waffe aus, die du verbessern möchtest. Du kannst verschiedene Waffen mit Materialien verbessern, um diverse Wertverbesserungen zu erreichen. Wenn du mehr Ausgangswaffen zur Verbesserung haben möchtest, wähle in der Schmiede Ausrüstung Schmieden aus oder kaufe welche im Ausrüstungsstand. Verbesserte Waffen können auch wieder herabgestuft werden. Das ist Material zurück. Wähle mit dem Cursor eine Waffe aus und drücke Y, um sie deiner Wunschliste. Hast du alle erforderlichen Materialien, die Herstellung als Wunschlistenobjektes beisammen, erhältst du eine Benachrichtigung. Waffen und Rüstung kannst du über den Bildschirm Ausrüstung Schmieden hinzufügen. Das ist sehr was. Ist du Tutorial verlassen? Bin ganz nervös. Ich weiß nicht, ich glaube, ich gehe irgendwo auf Na, was, wenn immer kommt, Tutorial verlassen? Ne? Ich denke immer, ich gehe da irgendwo aus. Ja, ganz raus. Ja, genau. Ja. Man muss irgendwie Knochenbaum. Erzbaum? Was passiert denn da? Was kann ich da? Eisen, Erz, zweimal? Was passiert? Was habe ich denn jetzt überhaupt? Er ist ein Kantana 1. Ja. Okay. Wo dann wird es stärker. Mhm. Angriff ist dann zwar 97. Wie, das mit den Schärfen haben wir noch nicht geschnallt. Ja. Ich bin da, das habe ich hätte mal da schärfen sollen, aber ich habe ja, das nicht upgraded, was das für Tastenkombinationen war. Okay. Weil das ist so schnell gegangen, ich war gerade so ein bisschen überfordert mit dem Kämpfen. Ja, die Steuerung ist ganz anders, ja. Knochenschottel 1. In der Kantine. Die Verbesserungsstufe kann derzeit nicht erreicht werden. Warum nicht? Die Fleischgerichte. Nix. Also ich hab den Knochenschottel nicht, Fischgericht. Oder was? Ja, ich bin da gerade Kantine, schau gerade Jägergericht, gesundes Gericht, ja. Fischgericht, Fleischgericht. Dann machen wir das da halt einmal, ne? Möchtest du fortfahren? Ja! Hey. Aue! Okay. Was sitzt da? Oh ja, ich tu da gerade ein Rezept machen. Was kochen? Ja, was kann ich jetzt machen? So, weiße Leber. Einmal verbessert. Bestätigen. Nochmal verbessern geht nicht. Schlecht. Passt. Bitte. Ich glaube, ein Eisenkatana 2, damit haben wir schon gewonnen. Ja. Ich vermute mal, das ist dann damit eh schon diese ultimative Waffe, was ich habe jetzt. Ja. Und fertig bin ich. Mehr brauche ich nicht. Ich habe gerade was gekocht. Ich tue gerade Eisen. Du bist ja ganz sauber. Ja. Hast du selber ein selber Menü? Ausdauer und oder Angriff habe ich gekriegt jetzt dazu. Cool. Nein, aber da bei der Kantine war ich fertig genommen. Nein, selber experimentiert gerade. Ausdauer und Stärke. Ich bin gerade bei der Wildexpertin da, ne? Achso. Was immer am Essen ist. Und damit die Fettfänger ne, im Buch drin rumblättert. Eieiei. Ja. So, was haben wir da? Kettenweste, Kettenhandschuhe. Was haben wir überhaupt an? Ich habe ganz was anderes an. Eieiei. Jedes Rüstungsteil besitzt eine Stufe. Durch die Verwendung von Rüstungskugeln kannst du Punkte erhalten, um die Rüstungsstufe zu steigern. Das Aussehen der Rüstung ändert sich dadurch zwar nicht, aber ihre Verteidigung wird verbessert. Die Stufe eines Rüstungsteils kann nur begrenzt oft gesteigert werden. Die erhaltene Punktanzahl hängt von der verwerteten Rüstkugel ab. Tutorial verlassen. Ja klar! Was kann das man da jetzt? Mich. Das soll ich verbessern dann mit dieser Rüstkugel. Ich weiß gar nicht, wo du herkriegst. Kriegst du nur durch die Dings-Quests noch oder? Ja, keine. Das ist. Oder kannst du für dein Karzel kannst du ja Dings machen, ne? Rüstung. Ja, ja, für deinen, aber ich brauche das ja gar nicht normalerweise. Ich habe so ein Set an. 40 Punkte, Legierung, 40 Punkte, 80 Punkte. Angriffsboost, Spielfolge, Verteidigung 2. Ja. Ich find's blöd, dass ich es mir nicht mit dem momentanen vergleichen kann. Ne.
muss ich da drauf. Also, oder? Super. Jetzt habe ich Schwert fürs Karzelt gemacht. Weil ich trage nicht den Kettenkopfschutz und die Kettenweste, ich trage was anderes. 20, 80, 40. Fähigkeiten, Info. Da bin ich schon ein bisschen überfordert, bin ich schon mit den Sachen momentan. Ich sehe ja nicht, wo meine Sachen sind, wie viele Punkte ich habe. Oder? Ja, 61, also da oben ganz rechts, in der Mitte. Ausrüstung. Über den Gegenstand. Sehe ich gerade. Wo ist dran? Wie heißt denn mein Robidon? Oder ich check's nicht so ganz. Ausrüstung. 40 Punkte. Nein, ich hab den Ursprungshelm. Ja, den hab ich ja. Verbessern, dann kannst du. Den kann ich ja nicht verbessern. Sicher hab ich auch verbessern können. Für mich steht ein paar Ketten klumpert. Ist da irgendwas ein Material fertig bei dir oder? Ja, ich sag mal nicht am Arsch, ich geh da auf. Ausrüstung verbessern, und ne? Gestern mal. Ausrüstung verbessern. Ja, und der Stellschutz, unten ist der Kettenkopfschutz und dann ist nichts mehr. Da kommen wir schon die Waffen. Oder ist es da hinten? Ah, da hinten ist es, jetzt hab ich's. Da muss ich ja weiter blättern, wie es. Ja, genau. Mit RB. Ist ja bei mir auf der. Ja, genau. Der lässt mich da voll einfahren, der Ritschi. So. Bei mir ist er Stufe 2 nämlich jetzt, oder? Was bringt man da Helm? Wieso sollte ich den Helm verbessern? Ich nehme mal den Brustpanzer da. Ja, die Handschuhe kann ich nicht mehr verbessern, weil das eine braune zeigt, aber mir fällt Material-Ding da. Weiß nicht, was das ist. Physischer Schaden. Ist das Leder oder was? Und was sehe ich jetzt, was besser wird? Verbesserung übrig 5. Ich weiß es nicht. Er muss auf gut klicken. Stufe 1 und dann ist auf Stufe 2 Angriff plus 6 oder was? Sehe ich das richtig? Aktive Fähigkeiten, Angriffsboost, göttlicher Segen, verringert den. Aha. Oder ist das wieder was extra? Angriffsboost steht dahinter. Göttlicher Segen 1, Wildbeuter Glück. Ausrüstungsinfo von 6. Jetzt habe ich Verteidigung. Achso, ich muss einfach nur einmal hochdrucken, dann siehst du, was besser wird. Du musst das nicht gleich verbessern. Wenn du jetzt eine Rüstkugel einmal benutzt, dann siehst du zum Beispiel, drückst nach oben. Zuerst Verteidigung. Jetzt kann ich durchschauen, was alles besser ist. Göttlicher Segen und das, ja. Ne. Das ist ja gleich. Okay. Dann ist los. Ich kann es auch zweimal reinhauen. Ja, aber dann hast du nichts mehr. Aber das ist. Ja, da ist ja schade, gell? Ja, ich weiß nicht. Ich hab alles verbraten. Ja, ich mach mal einen Handschuh oder so, ne? Ne. Schade jetzt ja nichts. Weil einen Helm hab ich nicht auf, also den benutze ich nicht. Ja. Weil der Helm hat furchtbar ausgestattet. Der Helmi. Der muss schon schön sein. Was mit dem Heli? Nein, mit dem Heli. Ich hab gesagt, der der Helmi. Der Heli. Nein. Super. Der ist schon am See. Nichts mit? Nein, der ist am See gerade heute. Ach so. Genau, der ist ja gut von. Ah ja, er hat ja da ganz ein lustiges Zeug. Was hat denn er da? Eichelspaten, Alter. Er ist ja ganz ein wilder da. Ich hab das gerade umgeschmiedet jetzt. Das unten, das eine Schwert habe ich jetzt gemacht. Hammer, Alter. Ah, das Legierungsschwert, oder? Ja, ich glaube, das ist besser, ne? Ausrüstung. Glaub halt, ich weiß es. Nah- und Fernkampf ein bisschen mehr. Der Knochen hat Nahkampf ein bisschen mehr. Okay. Angriffstrieb abtrennen, Stumpf abtrennen.
gehämmert wurde, garantiert tödlich. Ne, das klingt doch super. Und dazu brauche ich Machalit-Erz. Machalit-Erz habe ich. Das ist das Blaue. Ja. Aber die Rüstung schaut ja super aus. Ja. Kriegt, Alter. Ja. Die Knochenrüstung schaut schon. Alter, eine Maschine. Nicht. Ich glaube, ich muss den Knochen-Ding machen. Ja, das schaut cool aus, ne? Ja, was soll ich herstellen? Schaut geil aus, als die anderen sagen. Ja, Alter, das ist ja wurscht. Monsterknochen, es hab ich den nicht? Den hab ich nicht! Ich hab nicht genug Punkte. Ich hab nur 60. Haben du sogar 2? Ja. Alter, das schaut ja geil aus, ich vorschau. Das ist für mich ein Traum. Wie schlägt sich deine Ausrüstung? Okay. Da kann ich nichts machen. Na. Ich weiß nicht. Das Insekten, Ausrüstung ändern. Was passiert denn da? Nein, das lassen wir mal jetzt, weil. So. Rede mit dem Schmied, rede mit der Wildexpertin. Wo ist sie? Ausrüstung. Der ist oben bei der Kantine. Ich verstehe schon. Kann man sich die Quelle. Ist sie markiert, Rottel, sicher. Ja. Was hast du denn am Stehen? Dass wir mal anstarten, ne? Jetzt haben wir 20 Minuten herumgeschossen. Ja, ist doch super. Da ist wieder eine Folge mehr. Ja. Oh, jetzt muss ich mich um die Kestodons kümmern. Ja, dann machen wir mal eine Session auf. Der Anführer des Feldteams hat gesagt, er kommt mit. Mhm. Ja, in uralten Wald muss ich gehen. Genau. Ja. Ich gehe noch eine Quest beitreten. Wir Wildexperten hängen alle Hinweise, die wir finden, der Quest da raus. Dort kannst du dich auch zur Quest melden. Du brauchst also nicht über den ganzen Weg hier hochzukommen. Mhm. Aha. Das ist dann rot markiert, ne? Jetzt erzählt es mir. Mhm. Das ist fast vorgelesen, jetzt erzählt es mir. Oh. Ich wollte es vorlesen, ne? Warte es einmal ab. Ja. Schau, was passiert. So. Soll ich mir zum Essen an eine Hand vor? Ja, was? Ich hab's gekocht. Ja, wo sehe ich denn dann das? Ich hab Material. Du hast schon Viecher umgebracht, ausgeweitet. Ja. Fleisch, ich hab schon. Der sagt zu mir wie Bohnenstange. Was ist denn mit ihm los? Herausforderndes Gericht, Lieblingsgericht, Hausmannsgericht, eigenes. Überraschungsgericht. Ja. Eigenes Rezept. Ja. So, was haben wir da? Wiewernschenkel, Wiewernkronfleisch. Weiße Leber, gegrillte Querrippe, Alter, das ist ja schon fertig. Ausdauer plus 25. Mhm. Aber ein Fisch auch schon? Ich bin Fisch, wie hab ich den ausgefangen dort? Kolossalkürbis, Alter. Das kostet ja alles Punkte, das ist ja fies. Also du hast Punkte und Geld, aha. Ja, ich hab 0 Punkte. Ich hab's nur 60. Ich mach mir auch ein Leckerzl, ne? Na, jetzt kochen sie noch, die Miezen. Soll ich die Mahlzeit bestellen? Ja. Das ist schon ein geiles. Da, Fleischgericht und fertig. Aber da will ich nicht, da. Miau, das ist heiß. Muss. Dass die Katzen da kochen, das ist ja arg. Ihr kriegt mit der erst begleitet ein paar Final Fantasy, oder? Ich bin mir jetzt sicher, ne? Ich glaub schon. Naja, aber vielleicht. Haliko. Der Herbert hat brav mitgefressen. Okay. So. Also dein heißt Herbert. Und wo sie jetzt an den Status verändert? Ja. Mein heißt Mikisch. Muss. Das gleiche noch rechts drüben auf, nachher, ne? Die Werte irgendwie. Questschalter. Achso, jetzt kann ich zu der Tafel hinken. Ja, oder zu ihre. Ja, oder bei ihre. Ich geh mal zur Tafel. Okay. Weil die ist ja gleich da. Mhm. Quest-Tafel. Das musst neue Quest. Bekannt geben, ne?
machen. Ja. Aufgaben. Ne? Mm. Ja, genau. Da Stufe 2. Die erste wird abgeschlossen, bitte. Danke. Bestätigen. Spieler 4. Kann man da brauchen. Ja, okay, ist egal. Vier Spiels machen. Ah, oder? Ja. Weil wir sind oder wir da, ne, oder? Ja. Ich weiß ja nicht. Ja. Beitreten. Ich schau mal, wenn wieder da ist. Ne, sind nur wir. Leider. Wrestling, das brauchen wir nicht. Abschließen. So. Mhm. Quest dem beitreten. Warte mal. Wenn man Quest ein Superglück-Gutschein verwendet wird, wird eine Belohnung. Also. Ja, braucht man nicht, aber nicht noch, glaube ich. Also, nein, ich denke auch nicht, oder? Nein, zumal nicht. Superglück-Gutscheine erhältst du über den Anmeldebonus. Du kannst pro Tag einen Gutschein erhalten, maximal 5. Man muss aber aufpassen, wenn du 5 haben kannst. Nee. Möchtest du, schon du diese Quest annehmen? Verfügbare Gutscheine? Ja. Ah, okay, den kannst du aktivieren. Gutschein nutzen wir. Willst du eine neue Session machen? Ja. So, abreisebereit. Vorbereitung, Gruppenmitglieder 1 von 1 oder was? Ja, warte mal. Jetzt schau ich verfügbare Quests. Aha. Du kannst erst beitreten, wenn der Leiter alle Zwischensequenzen angesehen hat. Okay. Ja? Ja? Jetzt war's das. Ja? Schau nochmal deine. Dinge. Ja, weil bei mir steht ja Gruppenmitglieder 1 von 1, obwohl ich auf 2 eintragen habe, ne? Ja, bei mir steht ja 2, ne? Jetzt habe ich die Quest angenommen. Jetzt weiß ich wieder nicht, muss ich jetzt wieder zu ihr oder was? Ist sie leichter da auf? Es leichten 3 Sachen auf. Ja, sonst musst du auf, wirst du schnell, oder? Ja. Das auch schnell. Möchtest du diese Quest verlassen? Nein. Abschließen. Annehmen. So, jetzt musst du mal auf den linken. Öffne den Abreisebildschirm. Du musst jetzt ja links drucken, nicht? Also so Select, ne? Und dann bereit ja, auf Abbruch. Ja. Jetzt aufbrechen. Ja. Das ist ja, dann ein bisschen lang, ne? Ja. Wahrscheinlich musst du es erst durchspielen. Ja, aber oder ich kann. So. Wahrscheinlich kann nämlich keiner unten rein holen. Ich hab auf 2 dann, aber es steht Gruppenmitglied nur 1 von 1. Warte mal. Aber geht ja der andere mit der NPC da, ne? Mhm. Warte mal, ich schau grad was. Ich mach das rucki zucki, ne? Ich kann abgeschlossene Aufgaben nicht wiederholen. Ich verstehe das nicht irgendwie. Warum hast du es noch abgeschlossen, nämlich? Stufe. Abgeschlossen. Ja, sind wir da wieder. Was Sachen aus sich gestohlen, wie. Event. Jetzt muss ich dann schauen, wie das mit den Schärfen nochmal geht. Ich probiere mal zu joinen nachher. Ich will immer die unschuldigen Viecher da umbringen. Also heißt das, ich muss jetzt wieder LAN spielen oder wie funktioniert das? Du kannst der Quest erst beitreten, wenn der Leiter alle Zwischensequenzen angesehen hat. Bitte warten. Ja, such es später erneut. Ich meine, ich kann nur den jetzt einmal fertig machen und dann. Ja. Schauen wir mal. Ich kann nur probieren, ne? Ich mein, da irgendwie so XP oder so für die Quest, für das, was man Monster umhat. Normal schon, irgendwie so, vielleicht kriegst du die Punkte dadurch. Das könnte sein. Aufgaben. Ja, wann merken das, wenn du jetzt da die ganzen Sequenzen gesehen hast oder nicht? Ja, das war nicht, also bei mir sind ja keine. Ja. Das ist ein bisschen komisch gemacht. So ist das, ne? Was ist, wenn ich da rausgehe?
So, ich darf nicht rausgehen noch, okay. So, irgendwas habe ich umgebracht. Kestodon. Weiblich, oder? Na klar. Ja. Das war gar nicht so einfach, gell? Ja. Also kommt mir halt vor, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einen Scheiß genommen. Ich weiß nicht, den Ring habe ich nicht noch gefunden, wo der ist. Zum Anlegen. Der ist auch in deinem Ding. Truhe? Na, in deinem. Ja, in deinem Raum da, weißt du? Okay. Du kannst das rausnehmen. Wo ist denn der Raum? Also? In der Kiste das oder was? Das einzige Problem ist also. Ja! Okay. Das ist, was ist der Raum und ja. Du bist die Kisten und da kannst du es nehmen hinter aus der Truhe. Okay. Ich merke mir die Dinger nicht, Alter, diese Angriffe, weißt du? Ja, die Kombos, ja. Ja. Das ist ein bisschen. Ausrüstung ändern, verkaufen, Aussehen verändern. Wo ist denn schon wieder? Schon ein Fisch. Hab ich ihn erwischt? Ist er hin? Ich glaube, den habe ich erwischt. Wo ist der jetzt so? Ich sehe nur die Waffe. Oder er hat ja ein Boot, mein Katzerl. Also? Er hat so ein Schlauchboot, wenn du das Wasser so rennst. Ein Paddel hinten auf der Herde. Aussehen verändern? Nein. Objekte verwalten? Wo ist denn das? Ich kenne mich nicht aus. Herstellungsliste. Objekte verkaufen. Ich sehe den Ring nicht. Ich hab ja, aber war bei mir der